Schönen guten Tag, Sweethearts, Diplompsychologe Philipp Schmidt hier. Dieses wird ein Update. Ich werde alle Videos nochmal machen, die ich bisher gemacht habe, weil ich es einfach genau auf den Punkt bringen möchte. Und deswegen gibt es ein kleines Update. Dieses erste Video der neuen Serie wird wieder mal heißen Verstrickte Familie, und ich will dieses Phänomen noch mal besser beschreiben, als ich es im ersten Video gemacht habe. Es kann sein, dass es eine verstrickte Familie gibt, eine Familie, wo ich mich unwohl fühle. Ich habe das selber lange Zeit überlebt, überlebt auch, aber erlebt in meinen Jugendjahren, dass es einfach nicht funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert richtig mit der sozialen Interaktion in der Familie. Einige Familienmitglieder haben mich auch angeschwiegen. Und erst viel später, während des Psychologiestudiums, habe ich eigentlich herausgefunden, wie das überhaupt sein kann, dass man sich nicht wohlfühlt in der Familie und was da die Ursache davon sein kann. Wir sprechen von verstrickten Interaktionen, von einer verstrickten Familie. Und ich will es erst herausstellen als das Gegenteil dessen, was eigentlich normal ist. Also normal ist, ich komme irgendwo hin, die Interaktionen sind freundlich, normal, nicht übertrieben freundlich, sondern einfach, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gewertschätzt und ich gebe anderen auch diese Wertschätzung zurück. Das ist eigentlich normal. Und ich gehe da nicht nach Hause und mal im Kopf noch darüber nach, was jetzt falsch gelaufen ist oder was die anderen über mich denken, sondern ich weiß einfach, es war gut. Bei einer verstrickten Familie und verstrickten Interaktion, was ich immer wieder feststelle, ist zwei Dinge, die dort eigentlich schief laufen, und das ist einerseits Punkt 1, die Rolle, die Identität der einzelnen Beteiligten in einem System, Familiensystem. Und Punkt 2, dass es da vielleicht psychische Störungen gibt von anderen Personen, die dich selber aber auch in Mitleidenschaft ziehen. Lassen wir bei Punkt 1 anfangen. Die Rolle, die Identität. Wenn ich nicht weiß, was meine Rolle ist, was ich zu tun habe in dem Familiensystem, dann verhalte ich mich unsicher. Ich lasse vielleicht Verhaltensweisen weg und ich kann anderen auch nicht die Grenzen aufzeigen. Ein zweiter Punkt, was mit der Rolle zu tun haben kann, ist, es gibt in der Familie bestimmte Rollen. Zum Beispiel die Mutter, der Vater, das Kind. Und angenommen, jetzt eine dieser Personen füllt die Rolle nicht richtig aus. Zum Beispiel, die Rolle einer Erziehungsperson wäre zum Beispiel auch das Kind zu schützen, wenn das von anderen Familienmitgliedern attackiert wird, sage ich jetzt mal. Und wenn jetzt dieser Erziehungsberechtigte in der Jugendzeit des Kindes das nicht macht, dann ist das natürlich, erfüllt er seine Rolle nicht richtig aus oder füllt sie ihre Rolle nicht richtig aus. Also das kann einerseits sein, ich fülle die Rolle nicht richtig aus oder aber ich weiß nicht, ich weiß vielleicht die Basics der sozialen Interaktion, aber ich wende nicht das richtige Verhalten in der richtigen Situation an. Und das führt natürlich auf meiner Seite dazu, dass es mich nicht zufriedenstellt. Und wenn die anderen nicht das Verhalten an den Tag legen, was ich eigentlich von denen erwarte,
dann ist das noch eine Bürde zusätzlich obendrauf. Dadurch entstehen verstrickte Interaktionen. Das wäre also das, die Rolle einerseits, die Identität. Ich muss natürlich auch, um sinnvolle Beziehungen zu haben, angehen zu können und zu unterhalten, wissen, wer bin ich, was erwarte ich von Beziehungen. Und da komme ich ins Spiel. Als Mentor und als Psychologe können wir uns darüber im Gespräch unterhalten. Und es wird in dem Gespräch für dich deutlicher werden, wer du eigentlich bist in der sozialen Interaktion, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist, welches Verhalten du nutzen willst, welches Verhalten du nicht nutzen willst. Das wäre das Stichwort Identität. Und den zweiten Punkt, den ich vorher genutzt, den ich vorher noch am Rande erwähnt habe, also Punkt 1 ist Identität, Rollenverständnis und Punkt 2 ist die psychischen Störungen von Familienmitgliedern. Und ich will dir ein Beispiel machen für psychische Störungen, die es ganz erheblich behindern können, ein erfülltes Familienleben zu haben. Da gibt es zum Beispiel Störungen wie Psychose oder Asperger-Autismus. Und wenn ein Familienmitglied eine Störung aufweist, dann kann das sehr stark als Dämpfer wirken auf das ganze Familiensystem. Die Energie geht dann verloren. Und auch hier bin ich dazu da, dir aufzuzeigen, was ist denn genau mit den anderen Personen los? Was sind genau die Störungen, die in deinem Familiensystem sind? Denn man muss das genau identifizieren. Also es gibt oft Störungen, die verwechselt werden. Und wo man dann nicht genau die Trennungslinie ziehen kann. Zum Beispiel finde ich persönlich, dass Asperger-Autismus teilweise ein bisschen Ähnlichkeit hat mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder es kann so rüberkommen und dabei ist das gar nicht so der Fall. Und wenn man das nicht genau weiß, dann geht man einfach falsch damit um. Also lass dir von mir helfen. Lass uns im Gespräch herausfinden, was mit deinen Familienmitgliedern genau los ist, welche Störungen da sind. Und dann hast du nämlich auch hast auch nämlich eine Basis, gut damit umzugehen, wenn du wirklich das sehr genau weißt, was da los ist. Und ich habe Erfahrung mit psychologischer, psychischer Problematik seit 1999. Das könnt ihr euch ausrechnen, das sind fast 20 Jahre oder über 20 Jahre. Also, es macht schon einen Unterschied, ob man da mit einem Laienauge auf die ganze Situation schaut oder ob jemand, der schon das jahrelang professionell macht, dir Feedback gibt zu deiner Situation. So viel zur verstrickten Familie. Schreib mir gerne eine E-Mail auf meiner Website philschmid.com, wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast oder falls du eine Sitzung mit mir buchen möchtest. Ich biete neben der Einzelsitzung auch Gruppensitzung am Dienstag an. Gruppensitzung ist mehr da, um dein soziales Selbst zu stärken und in der Einzelsitzung findest du erstmal heraus, was dir selber wichtig ist, wo du gerade stehst und in welchen Gebieten du dich entwickeln kannst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine gute Woche und Peace out.